Hallo, herzlich willkommen, moin moin liebe Zuschauer, Let's Play Minecraft Monsterfalle Baumission. Ich dachte eigentlich, wir könnten schon mal schlafen legen, aber nein, es sind Monster in der Nähe, die uns am Schlafen hindern. Ist natürlich immer ein bisschen frech, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist wahrscheinlich der Schuldige, der es unseres Schlafes beraubt. Okay, funktioniert, wir schlafen. Gutes Nächtle. So, warum schlafen wir? Damit wir jetzt den neuen Tag mit voller Lebensenergie beginnen können und uns unserem kleinen Monsterbauprojekt wieder weiter widmen können. So, hier kriegen wir ja ein schönes Türmchen hin. Ich weiß noch nicht genau, wie wir hier weiterbauen. Irgendwie haben wir hier oben leider, vielleicht doch aufgrund der weiten Sichtweite, ich weiß es nicht, oder aufgrund irgendeiner Einstellung, habe ich gerade so ein bisschen Lenkprobleme. Ist hier tot. Ja, wir bauen das jetzt hier rundherum einmal zu Ende. Zumindest da, wo wir können. Weil hier kommen wir dann ja hoch. Und da wir da sonst nicht mehr durchlaufen können. Schnell dicht machen hier. Zack, 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 zack. Habe ein bisschen Angst derzeit hier oben. Muss ich ja euch ehrlich gestehen. Ja, und jetzt bauen wir da oben. Müssen wir auf jeden Fall oben hoch, ne? Das aber erstmal nur provisorisch. Mit dem insgesamt 18 in die Richtung. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, was machen wir hier? Ups. Hallo, nicht ganz so viele verschwenden, bitte. Dann brauchen wir nur wieder ein bisschen schicken Stein. So, das gleiche machen wir hier auch. 1, das ist 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, ich sage, wir haben hier auf jeden Fall noch gut was vor. Und vor allem hier oben in der luftigen Höhe, dem aktuellen Lenkungsbug. Bisschen nervig. So, hier auch. So, und hier überlege ich nämlich jetzt, die hinzumachen. Ups. Damit wir ein bisschen weiteren farblichen Kontrast drin haben, das nicht zu langweilig wirkt, hier unser komisches Bauvorhaben. So, das soll nachher ein Wasserkanal werden. Na. So, das war eigentlich schon der letzte hier, ne?
Dann kommt er wieder weg. Wir machen nachher nochmal ein schönes Panorama hier vor unserer Stadt. Ist doch echt schick. Wahrscheinlich reichen unsere Bruchsteine gar nicht, die wir aktuell so besitzen. Den machen wir. Oder doch so? Ja, machen wir doch so, ne? Oder lassen wir jetzt so. Zack, zack, zack. So, das geht auch schnell hier. So, das ist der Wasserlauf. Hier nämlich nachher Wasser. Da müssen wir mal sehen, dass wir da wieder ein zweiteres Wasser reinkriegen. Da müssen wir mit Schildern arbeiten. Man kann auch mit dem Versatz hier arbeiten, aber das geht wohl auch mit Schildern. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Gehen jetzt erstmal in diese Richtung nochmal weiter. Und zwar insgesamt 27. Denn wir wollen eine ordentlich große Monsterfarm bauen. Ein bisschen normale Steine haben wir, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, Schleichtaste nicht festgehalten. Da steht hier im Schatten. Geschützt von der Sonne. Ja, wie ihr seht, ich meine, die meisten, vielleicht kennt einige von euch diese Fallenart ja auch schon. Vielleicht ist sie für einige auch neu. Erstmal so. Ja, wie gesagt, da kommen wir nachher nicht mehr hoch. Ist erstmal nur behilfsmäßig. Hier müssen natürlich auch die Blöcke hin. Jetzt sollte ich mal wieder die Schleichtaste gedrückt halten, bevor wir das nächste Mal hier runterfallen. Das haut ja auch jedes Mal ein bisschen was von unserer Rüstung kaputt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, denn hier mit der Dia-Rüstung was zu machen. Oder mit unserer guten verzauberten Eisenrüstung, was auch immer wir gerade anhaben. Ja, nicht immer erst oben setzen, das ist blöd. Immer erst unten setzen. Nein, das war ja schon der letzte. Jetzt sind wir ein zu weit raus. Vermute ich mal. Hoffe ich zumindest auch. So, jetzt ziehen wir einmal schnell die Reihe hier links. Schon. Hier haben wir noch ein bisschen Bruchstein. So, jetzt wollte ich in diese Richtung hier eigentlich 27 Stück weit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brauchen noch 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hier wieder zurück. So kann man schneller bauen. Dann mit dem wieder rundherum. Auch noch ein bisschen
Bruchstein, die letzten. Ups. Ah, oh, scheiße, jetzt haben wir darunter wieder keinen. Oh, schon wieder. Gut, der letzte muss wieder weg, das kennen wir ja schon. Rückwärts, ja auch hervorragend. Okay, den brauchen wir, kann man noch brauchen. Ja, der letzte Stack. Bruchsteine, das ist schon zu Ende mit unserem Bruchstein. Wir brauchen noch eine ganze Menge mehr. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das auch funktional hinkriegen hier, dass wir hier richtig schön schnell unsere Erfahrungspunkte farmen können, damit wir dann noch Fackeln eigentlich. Dann würde ich jetzt erstmal hier ein paar verteilen. Immerhin. So. Zack, 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 zack. So. Tatsächlich kein Bruchstein mehr da. Wir haben noch eine Menge sauberen Stein, aber kein Bruchstein und diesen schwachsinnigen Anasit, den wir mitgenommen haben. Den können wir zumindest noch mal hier die Reihe schon mal vormachen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6. 7. Müssten 27 sein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, haut wohl hin. Ich glaube, wir haben es nicht verzählt. So, wir haben aktuell nur die Möglichkeit, hier runterzukommen. So ein bisschen suboptimal. Auf unserer Treppe keine Zombies spawnen. Creeper, 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 schnell weg von hier. Guck, der lief sogar schon die Treppe hoch. Na schön, hat er den anderen weggehauen. Und wir haben hier gleich wieder ein schönes Loch. Das sind viele Zombies hier irgendwie, ne? Ihr braucht hier auch nicht spawnen. Vielleicht mir nachher drin ist spawnt. Ja, noch nicht besonders schön, ne? Aber es wird ein Türmchen. So langsam kann man es noch ein bisschen erkennen. So, wir laufen mal zurück, werden uns mal regenerieren, was essen, ein bisschen Energie sammeln. Drum. So, essen. Ein bisschen Gold. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Gammelfleisch brauchen wir auch nicht. Knochen brauchen wir auch nicht. Das kann man alles weg. Hab in eine Truhe damit. So, können wir schlafen? Wir können schlafen. Sehr schön, dann wünsche ich eine gute Nacht. Wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Denn wir werden in der nächsten Folge weiter bauen. Ist ein längeres Bauprojekt. In der nächsten Folge werden wir mal ordentlich Steine farmen. Oder haben wir noch irgendwo
In der Farm, nee, in der. Ich weiß nicht, ob wir da so viele Steine losgeworden sind. Wir können da ja mal hinlaufen, oder? Machen wir in der nächsten Folge. Wir gucken mal in die Schlucht. Da haben wir noch mal so eine Zwischenstation gemacht. Vielleicht haben wir da sogar eine Menge Bruchsteine. Also, ne? Bis zur nächsten Folge. Tschüss.